Trostgeschichten und Geschichten der Menschlichkeit im Lockdown. Mit diesen Werken hat Anne Ackermann aus der Nähe von Speyer den Lagoire-Fotowettbewerb des Evangelischen Presseverbands für Bayern gewonnen. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Messe Konsozial in Nürnberg statt. Der Fotopreis richtet sich an Profifotografen, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Den Nachwuchskünstlerinnen und Künstlern rät die Preisträgerin, sich einfach etwas zuzutrauen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, zum einen immer so ein bisschen der eigenen Intuition zu folgen. Also auch wenn man Ideen hat, unbedingt immer machen und immer dran glauben. Auf der anderen Seite das aber mit so einem gewissen Pragmatismus auch paaren, das halt auch in der Realität verankert ist. Und dann einfach immer weitermachen, nie aufgeben. Aufgeben war für die meisten keine Option. Und 6 von ihnen haben es geschafft und den mit 300 € dotierten Jugendpreis erhalten. Lena Rehse hat ihre Freunde bei der Kleiderspende, dem Gebärdensprachelernen oder der Blutspende fotografiert und damit Gesichter der Nächstenliebe an konkreten Beispielen dargestellt. Theresa Kietzmann ist mit ihren Bildern der Barber Angels Brotherhood obdachlosen Menschen ganz nah gekommen. Das Projekt in der Münchner Versöhnungskirche zur Unterstützung von Bedürftigen im Lockdown haben Clara Lucy Stör und Nadine Weibel begleitet. Und während Pia Pascal Heer das Thema Behinderung mit Fotos ihrer Schwester enttabuisieren möchte, hat die Schülerin Angelina Schlosser Besuche bei ihrer Oma in Fotos festgehalten. Ein Herzensprojekt. Und dann war natürlich die Pandemie da und ich dachte, naja, ich liebe meine Oma über alles. Also wirklich, und sie wohnt bei mir nebenan und es war aber sehr schwierig, weil ich natürlich Angst hatte, dass ich sie mit Corona vielleicht irgendwie anstecke. Und deshalb, ja, war für mich das klar, dass ich mit der Oma vielleicht irgendwie Bilder mache, wo ich zeige, wie schwer es dann doch war in der Pandemie, aber wie wir das dann doch relativ gut gemeistert haben. Berührt sind Preisverleiher und Besucher auch von den Fotos der solidarischen Hilfsaktion bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Dafür hat Fotograf Thomas Lohne aus Pfungstadt ein Fotostipendium in Höhe von 1.000 € gewonnen. Seine Werke sieht er auch als Teil der Traumatherapie für die Betroffenen und Helfer der Flutkatastrophe. Die Lagoire-Fotoausstellung kann ab sofort von Interessierten in ganz Deutschland beim Evangelischen Presseverband für Bayern ausgeliehen werden.